nicht mehr weit, es sind nur noch 464 Kilometer. Das ist voll viel. Ja, und dann sind wir in Berlin. Und zwar machen wir einen schönen Wochenendtrip in Berlin. Wir werden uns die Sehenswürdigkeiten angucken dort. Wir werden aber auch mal eine Runde sondeln gehen. Und zwar, Berlin ist natürlich eine Hochburg für Militarier-Sondler. Eventuell finde ich ja das ein oder andere Abzeichen oder vielleicht auch eine Münze aus dem Zweiten Weltkrieg. Wäre natürlich was Schönes. So, und ja, jetzt fahren wir einfach mal ein Stück weiter und wir schalten immer mal zwischen rein. Oh yeah, jetzt geht's richtig rund hier. Ja, noch eine Runde. Wir sind jetzt gerade bei Jena. Und bei Jena gibt es einen sehr langen Tunnel, der hat, glaube ich, 3,5 Kilometer, durch den fahren wir gerade. Somit fahren wir gerade durch einen großen Berg. Jetzt geht's hier raus. So, jetzt sind wir fast in Berlin angekommen. Jawohl, da steht schon das Zentrum. Juhu! Genau 34 Kilometer bis zu unserem Hotel in Berlin Mitte. Und dann geht's ab. Dann schauen wir uns erstmal das schöne Hotel an. Das ist ein Berliner Zug. Ja, du brauchst alles kommentieren. Sehr geil. Mauerteil. Das ist eine alte Stadionmauer, Turmbaum. Ich finde, das wackelt nicht so viel. Film alles gescheit. Wir befinden uns mitten in Berlin. Berlin Mitte, Kreuzberg. Da steht cool. Charlottenburg. Ey, da hinten kommt voll das Schloss. Sieht aus wie eine Ritterburg. Was geht da mit dem Auto? Das ist ein Gebäude. Wir gehören zusammen. So, wir stehen jetzt direkt vom Brandenburger Tor. Die Annika ist dabei. Und es ist alles schön beleuchtet hier nachts. Sehr schön. Das geht hier nachts ab. So, wir sind jetzt live an der Berliner Mauer. Das erste Mal in meinem Leben hier an der Berliner Mauer. Da haben sich wirklich tausende von Leute verewigt an der Wand. Hier sieht man auch, wie dick die ist ungefähr. Laufen wir mal noch ein Stück weiter und schauen uns die Berliner Mauer an. So, hier kommt jetzt das berühmteste Bild von der Berliner Mauer. Das ist wohl das berühmteste Bild hier von der Berliner Mauer. Wo die zwei Politiker oder was das sind, sich küssen, ich weiß gar nicht mehr. Wer ist denn das nochmal? Gute Frage. Auf jeden Fall steht da vorne dran einer. Ne? So, jetzt haben wir die freie Fahrt. So, heute sind wir in den schönen Wäldern von Berlin und jetzt werden wir einfach mal schauen, was wir Schönes finden. Sehen auf jeden Fall interessant aus, die Wälder. Alles Nadelwälder, nicht so wie bei uns. Ja, schauen wir mal, was kommt. Ihr seid dabei. So,
Sondeln in den Berliner Wäldern. Bis jetzt nur Schrott, Thorsten? Müll, Müll, Müll. Plastikdosen, Plastikdosen. Blechdosen, Bleche, sure. Ja. Blechabel. Ich habe hier auch, was habe ich denn hier gefunden? Guck mal. Da ist irgend so ein Koppelteil. Ja, immerhin mehr als Ecke. Ja, wenigstens was, das habe ich gleich ganz vorne gefunden. Okay. Weiß aber nicht, was das ist. Ja, Waldränder und Straßen sind immer schön. Ja. Also Thorsten kennt man aus der Serie Berlin Tag und Nacht und anderen Sendungen bei RTL. Ex-Serie. Genau, ja, da ist er jetzt nicht mehr. Er war immer Türsteher dort bei Berlin Tag und Nacht. Ja, daher kennt man den. 5 Jahre lang. 5 Jahre reichen. 5 Jahre? 5 Jahre. Wow. Wie war nochmal dein Name dort? Axel. Axel, ja. Okay. Ja, schauen wir mal, was hier noch geht, ne? So ein Abzeichen wäre nicht schlecht, oder ein Bio? Und jetzt bin ich Waldsteher Tag und Nacht. Waldsteher Tag und Nacht, genau. Du suchst einen Fischer F75, gell? Auch, ja. Auch, und einen Garrett AT Pro, gell? Jo. Gut. Ah ja, sind super Maschinen, die zwei. Und Werbung für den AT Pro, kaum geholt. 10 Tage später war das Geld wieder draußen, dank eines schicken Fundes. Ja, klasse. Da ist er, der Garrett AT Pro. Ja, da werden wir mal weiter sondeln und gucken, was noch geht. So, Michael hat zugeschlagen. Ein schönes Bio. Klasse. Guck mal, raus, du das Ding. Schön. Super geil. Ist ein deutsches oder wie? Weiß man das? Sieht man das? 98er. Ah, das ist ein 98er Bio. Wobei das andere war, das größer Stücke. Ne, mal gucken, was Oxalsäure sagt. Mhm. Erstmal eine Oxalsäure legen und dann ist das Ding wieder blank, meinst du? Jo. Okay. Da sind wir gespannt. Sehr wir schön. Jo, Glückwunsch, ne? Okay. Dann weiterhin gut Fund. Vielleicht kommt noch was. Absolut scheiß Leitwert. Da muss ich jetzt auch mal. So, nun ein eigenartiges Signal bekommen mit dem AT Pro. Ich habe es dann trotzdem gegraben. Und ja, hat sich bestätigt. War ein gutes Signal. Wir haben hier ein K98, wie es aussieht. Schönes Maschinengewehr. Oder ist es Maschinengewehr oder ist es so ein Einzelschussteil? Kein Maschinengewehr. Ja. Einzelschussgewehr. Ist noch ganz gut beisammen. Sehr schönes Teil. Da ich aber jetzt nicht weiß, wie das mit dem Kriegswaffenschutzgesetz ist, werde ich das jetzt hier lassen erstmal. Und vielleicht hole ich es dann in einem Jahr ab. Und jetzt hier. Am besten noch, leg's mal nebendran. Kann man schon mal die Ausbeute von heute filmen. Schön. Ja, da freut sich der Militarier-Sondler. So, gerade eben nochmal ein Bajonett. Nochmal das gleiche von vorhin. Wunderschön. Superklasse. Der Wald ist gut hier, sehr guter Wald. Sauber.